Schwimmbad. Wir sind jetzt beim Aquatica. Und hier hinten sieht man auch schon ein bisschen was von dem Park. Hier ist wohl der Eingang. Hier ist jetzt der Eingang und hier ist scheinbar so ein Ticketshop oder so. Rezeption auf jeden Fall. So, jetzt geht's hier rein. Wir sind jetzt hier am Eingang. Also nachmittags zahlt man 23 Euro pro Person. Für den ganzen Tag 27 Euro pro Person. Wir haben hier ein kleines Problem in diesem Schwimmbad. Es gibt irgendwie keine Umkleiden. Ich weiß nicht, wie die Italiener das machen. Und wenn man jetzt irgendwie eine Möglichkeit, sich umzukleiden sucht, dann landet man hier. Also hier haben wir schon ein bisschen Ansicht vom Schwimmbad. Ich denke, ich zeige das später und wir rutschen jetzt erstmal ein bisschen was. Hier sieht man ein bisschen näher. Hier gibt es auch so ein bisschen Strand. Einen riesigen Rutschenturm. Ich weiß gar nicht, wie viele Rutschen das sind. Wie viele sind das? Acht oder so? Da sind drei. Ja, aber das hier ist verschnörkelt. Da hinten sind noch welche. Also sind einige. Hier gibt es auch so eine Art Fluss, in dem man schwimmen kann. Also es gibt, glaube ich, keine Reifen dafür. Hier gibt es so zwei super lange Rutschen. Da kommt jetzt Pauline gleich auf einer Seite runter. Dass diese Rutsche ein bisschen wehgetan hat. Die waren ein bisschen heftig. Hier sind auch noch so verschiedene Rutschen. Ich sehe aber fast nur da drüben auf der blauen Leute. Da kommt jemand angeschwommen. Ah ja, okay. Die wird also auch genutzt. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Da drüben laufen die Leute mit den Reifen drüber. Siehst du, die fetzt nämlich. Die ist cool. Jetzt geht's da noch mal runter. Ja, ist ein bisschen schwierig, da rauszukommen. Aber... dann landet man ganz da unten. Also dieser Schwimmfluss, der hat keine Strömung. Das wäre natürlich cool noch mit Strömung. Da kannst du hier so um die Kurven flitzen und einfach liegen. Das Praktische ist natürlich, dass man quasi von Rutsche zu Rutsche schwimmen kann. Also man kann jetzt hier außen rumrutschen, schwimmen und dann zur nächsten Rutsche da drüben schwimmen. Und muss das nicht laufen, dann ist es auch viel schöner, vor allem bei der Hitze. Ich glaube, wir haben heute 37 geschlagene Grad. Hier hat man auch so ein bisschen Schwimmbecken, aber es gibt halt kein richtig tiefes Becken. Hier gibt es übrigens noch so eine Pirateninsel, so für die Kleinen. Voll cool. Wow, das ist zu cool. Hier kann man auch so zwischendurch mal sitzen. Das sind so Stufen und dann kommen hier rein. Ja, Pauline ist gerade die blaue runtergerutscht. Und wie fandest du die Rutsche? Also es war ganz gut, aber man hat es sehr oft gedreht. Sehr oft gedreht? Ja. Also man hat keinen stabilen Sitz? Ja. Ja. Wie gefällt dir bisher der Park insgesamt? Ich finde ihn ganz gut. Hier zwischen den Rutschen ist es auch sehr schön. Hier ist auch ein bisschen schattig und ein bisschen kühler. Was war das jetzt? Hat die einfach Wasser geschüttet oder was? Nein, nicht die. Das war gut unten in der Rutsche unter. Ach so, ich dachte eben, weil sie so mit den Schuhen gewackelt hat, ob sie jetzt eine Ladung Wasser aus den Schuhen gekippt hat. Hier geht ja was ab. Voll cool. Kann man auch noch mal ein bisschen rumschwimmen. Hier ist wahrscheinlich so Strudel. Meinst du, dass das hier Strömung hat? Das Wasser in der Welt so. Ja, schau mal. Geh mal rein. Okay. Damit wir das mal checken können, ob hier Strömung ist.
Achtung, jetzt schwimmt sie gleich so. Und hat Strömung? Bisschen. Bisschen. Ja? Ja, lass dich mal treiben. Der Pilz ist cool. Ich liebe sowas. Ja, was ich auch noch zeigen wollte, hier gibt es auch noch so einen Strudel. Und diesen Strudel macht man ohne Reifen, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Okay, die plumpst da einfach unten rein, die Leute. Ja, und dann plumpst die einfach rein. Diese Halfpipe ist, glaube ich, echt brutal. Ich weiß nicht, ob ich das mitmache, Pauline. Das musst du alleine machen. Ja, in Bahrain durfte ich nicht alleine. Die hatten auch so eine Halfpipe. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Hier hinten haben wir auch noch einen kleinen Bereich. Ich war vor ihnen so peinlich. Ich habe irgendwie einen Italiener warnen wollen. Und ich kann ja eigentlich gar kein Italienisch. Und ich schrei so, Attenzione! Oh Gott, das war so peinlich. Der Typ dachte mir schon, oh mein Gott, das ist so schön. Also dieses Becken hier ist richtig schön. Ach, guck mal, da hinten ist auch noch richtig cool. Das hätte ich jetzt fast gar nicht gesehen, weil das halt nochmal so ein bisschen abgesperrt ist. So, wir müssen jetzt leider schon wieder gehen. Der Park macht jetzt zu, der macht schon um 19 Uhr zu, leider. Man läuft übrigens hier vom Schwimmbad um die Ecke, also eigentlich nur so 5 Minuten vom Schwimmbad aus, bis zu unserem Hotel da vorne. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir das heute mit dem Schwimmbad. Jetzt sind wir an unserem ersten Hotel angekommen. Das macht von außen eigentlich einen echt tollen Eindruck, finde ich. Es ist sogar sehr günstig, es ist aber halt auch außerhalb. Aber bei den Bewertungen habe ich gelesen, dass das teilweise kritisiert wird, weil es ein bisschen in die Jahre gekommen sei. Ich bin jetzt mal gespannt. Das Frühstück soll angeblich auch nicht so gut sein. Das werden wir dann alles checken und euch zeigen.